Freitagnachmittag, Wochenende steht bevor. Ich werde mich beeilen. Ich möchte kurz und knapp durchgehen, dass ihr einen guten Einblick bekommt, wie werde ich ganz leicht zum Kryptoinvestor und nicht nur über Coins, sondern auch über andere Produkte, die ich an der Börse leicht handeln kann. Fragen bitte zum Schluss stellen. Der Marc wird die dann an mich adressieren und alles, was ich nicht schaffe in der Zeit, werde ich dann schriftlich im Chat machen. Gerne auch per Videoblog dann auf YouTube über Finanzdiva, das Magazin, da findet ihr mich. Und zwar legen wir doch einfach mal los. Immer. Danke erstmal für die Anmoderation. 16:03 Uhr, wir legen los. Wir haben ungefähr wie viel? Eine Stunde, also inklusive Fragen. Ja, dreiviertel Stunde, sagen wir mal bis Ja. 10 vor und dann machen wir noch Fragen und so, ne? Ja. Einige von euch werden mich noch nicht kennen. Ich bin Katja Eckert, komme eigentlich aus Thüringen ursprünglich, wohne in München mit 3 Kindern, bin nebenbei Materialist, Kolumnistin und mache die Interviews da. Interview ganz verschiedene Investoren, Leute, Family Offices. Und das macht mir einen riesen Spaß. Ich schreibe nebenbei für die Bild-Kolumnen über Kryptowährungen aktuell. Das ist ein gefragtes Thema. Die Leute sind sehr wissbegierig und wollen da einsteigen. Und dieser Vortrag wird ein Einsteigervortrag ist geeignet für Leute, die wirklich Angst noch haben vor der neuen Welt der Kryptowährungen. Und ich möchte euch die Angst nehmen. Also ihr seht im Hintergrund ein paar Bücher, die ich geschrieben habe. Reichtum ist Frauensache, richtet sich gezielt an Frauen, die auch noch nicht mit dem Investieren in Kontakt gekommen sind. Ich habe 50 Trades of Cake geschrieben mit meiner Watchlist, die habe ich da vorgestellt. Und ich habe auch Reich gut aussehen, dein Finanzworkout geschrieben für den Finanzbuchverlag in der Hoffnung, dass ich auch fundamentale Aktienanalyse erklären kann und auch die Bilanzdaten mal vorstelle. Wie analysiere ich eine Bilanz? Ist nämlich gar nicht so einfach. Legen wir los mit den Kryptowährungen. Es gibt über 8000 und gefühlt werden es immer mehr. Und das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, Gier frisst Hirn. Die Leute wollen schnell reich werden. Sie suchen wie verrückt nach dem digitalen Gold und hoffen genau aufgrund der Bitcoin-Story des hohen Anstiegs, dass sie eine weitere alternative Währung finden, die auch einen Mega-Anstieg noch vor sich hat. Und ich muss sagen, ich bin neu im Kryptoland eingestiegen und seitdem ich das mache, macht es mir noch mehr Spaß zu investieren und ich habe ungefähr 40% meines liquiden Kapitals in Kryptowährungen angelegt, was sehr, sehr, sehr risikofreudig ist und ich würde es niemandem empfehlen, 40% in Kryptowährungen zu investieren. Jemand, der Angst hat, für schwache Nerven hat, für den sind Kryptowährungen als Beimischung eine schöne Sache. Aber maximal 5% lautet ein Richtwert für ängstliche Investoren, sagt Mike Novogratz, ein berühmter, bekannter Kryptoguru aus den USA, CEO von Galaxy Digital beispielsweise, ist er ehemaliger Goldman Sachs-Partner. Und er hat auch einige Unternehmen im Blockchain-Bereich aufgekauft mit seiner Firma, ist beteiligt und sehr gut im Geschäft und sehr informiert. Er hat die Hälfte seines Vermögens in Bitcoin investiert, ist Bitcoin-Milliardär geworden und auch mit Ethereum hat er sehr, sehr viel Geld verdient. Erstmal die ersten Schritte. Warum investiere ich in Kryptowährungen? Das ist die Frage Nummer eins, die ihr beantworten müsst. Viele Leute machen sich keinen Kopf und fragen sich nicht, warum investiere ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Wie viel Geld brauche ich? Und ich möchte euch gleich warnen, 1 Million im Kopf zu haben, verleitet schnell zu zocken. Und ihr braucht keine Millionen in der Regel, um auch fürs Alter vorzusorgen. Also man sagt ja immer, die Jahresausgaben mal 25 ergibt die Zielsumme, die ihr fürs Alter braucht. Und bei mir wäre das ja, eine 1/2 Million, wo ich sage, dann kann ich sorgenfrei in Rente gehen. Mit Kryptowährungen erhofft man sich halt den schnellen Reichtum, während man mit Aktien weiß oder mit ETFs, dass die Rendite von einem DAX-ETF zum Beispiel bei 8% im Schnitt pro Jahr liegt. Und viele Menschen wünschen sich natürlich viel mehr Rendite. Und für die sind Kryptowährungen eine Chancen-
ein chancenreiches Investment, aber auch ein sehr riskantes. Also Leute, die Risiko lieben, so wie ich, und die sagen, dieses Geld kann ich riskieren, das kann ich verlieren, es kann auf Null gehen. Die sind in der Kryptowelt gut aufgehoben. Für alle anderen habe ich zum Schluss Möglichkeiten, wie ihr entspannter und gestreuter vorgehen könnt in Kryptowerte, zum Beispiel im Blockchain-Finanzprodukt. Wie gesagt, kurz zusammengefasst, Krypto schwankt so sehr, dass ihr nachts gegebenenfalls nicht ruhig schlafen könnt. Das heißt, es geht an einer Woche mal 100% hoch, nächste Woche 80% mal runter. Mich lässt es kalt, weil ich einkalkuliert habe, einen Totalverlust auf meinem Konto. Ich habe gesagt, mein Kryptokonto ist das Ding, das riskiere ich für meine Kinder. Ich habe einen sehr langfristigen Ausblick. Ich habe zum Beispiel Ethereum als Anlage für meine Kinder gewählt, unter anderem. Und das liegt dann halt rum 20 Jahre und ich riskiere das für meine Kinder und ich habe halt diesen langfristigen Ausblick. Deswegen kann ich diese hohen Schwankungen besser aussitzen. Was interessiert mich, was nächste Woche ist, wenn ich doch einen Anlagehorizont von 10, 20 Jahren habe? Und wie gesagt, streut eure Assets, bevor ihr in Kryptowährungen geht, seht zu, dass ihr Cash habt ohne Ende als Rücklage für Notfälle. Und dieses Cash fasst ihr nicht an. Und erst dann nehmt ihr extra Cash, was ihr für einen traditionellen ETF nehmt, zum Beispiel ein MSCI World, ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber ist sehr breit gestreut auf über 1000 Unternehmen und dadurch habt ihr weniger Schwankungen und trotzdem euer Geld investiert in Aktien zum Beispiel von über 1000 Unternehmen. Und erst dann, wenn ihr auch Gold vielleicht noch im Depot habt, dann könnt ihr anfangen, in risikoreiche Assets zu gehen. Das sind Einzelaktien, das sind Kryptowährungen oder spezifische Themen-ETFs, wie zum Beispiel ein Krypto-ETF. Und was ich euch auch am Anfang rate, sucht den Steuerberater eurer Wahl, am besten der auch einen Background hat im Kryptobereich, der sich da schon eingelesen hat, weil viele Leute wissen gar nicht, dass sie sich steuerlich antastbar machen, wenn sie wie verrückt mit Krypto zocken, aber gar nicht dem Finanzamt vorweisen können auf Anfrage, wie oft sie getradet haben, wie viele Stück Bitcoin zum Beispiel, oder sie swappen, also sie tauschen ein Bitcoin gegen Ethereum. Das machen viele Leute unbewusst und wissen gar nicht, dass sie sich in steuerliche Problemzonen begeben. Deswegen bin ich ein Buy-and-Hold-Anleger. Ich suche mir die Coins raus, wo ich sage, die haben Potenzial, auch langfristig an Wert zu wachsen. Und deswegen habe ich auch steuerlich dann weniger Stress, wenn ich Buy and Hold wähle, weil nach einem Jahr ist ein Bitcoin zum Beispiel im Depot steuerfrei. Kryptowährungen müsst ihr dann nicht mehr versteuern. Das ist genial, weil es euch auch dabei hilft, die Finger stillzuhalten, die Füße stillzuhalten und langfristig zu denken und zu bleiben. Stellt euch mal vor, ihr hättet vor 10 Jahren Bitcoin gekauft und gleich gezockt und nach 50% Gewinn mitgenommen und nicht gewartet. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, man weiß nie, wo die Reise hingeht. Aber man hätte halt viel mehr Gewinn machen können, wenn man wirklich auch Buy and Hold wählt. Habt realistische Erwartungen. Realistisch heißt, gebt euch Zeit, gebt dem Investment Zeit zu wachsen und seid nicht so ungeduldig. Das ist echt schwierig. Ich kenne viele Leute, die investieren in Kryptowährungen neu und die schreiben mir dann zum Beispiel nach einer Woche, hey, es ist gefallen, oh mein Gott, und brechen in Panik aus. Das heißt, viel Emotionen müssen rausgenommen werden. Man muss relaxter an die Anlage gehen und man muss lernen, sich unter Kontrolle zu halten. Das ist echt schwierig und auch lernen, nicht jeden Tag vielleicht aufs Konto zu schauen. Entspannter bleiben und realistisch heißt, ich schaue mal, was in einem Jahr ist. Vielleicht ist mein Depot dann gewachsen und dann kann ich immer noch umschichten und bitte nicht auf Kredit spekulieren. Da kenne ich auch einige Leute, die sagen, hey, wenn du auf Kredit spekulierst, wirst du sehr emotional und bekommst schnell Angst und verkaufst unter Umständen, wenn der Kurs gefallen ist, wogegen man immer handeln sollte, also rational handeln heißt, hey, jetzt ist Schlussverkauf, wenn ein Kurs fällt, kriegt man ein Asset auch günstig. Also man muss sein Mindset ändern und sagen, jetzt ist es aber günstig, jetzt kann ich mal nachkaufen. Und deswegen eignen sich auch
Sparpläne sehr gut auf Kryptowährungen. Beispielsweise kann man Sparplan machen. Jeden Monat, wenn man auf den Lottozahlschein vielleicht verzichten könnte, nimmt man die 50 Euro oder 100 Euro und macht sich langfristigen Sparplan. Und dadurch ist man auch gelassener, weil das automatisiert abgebucht wird und man sich damit auch bei sinkenden Kursen, dass man da mehr Anteile bekommt und das Mindset auch positiver gepusht wird in Richtung, hey, die Schwankung hat auch Vorteile. Weil zum Beispiel bei Ethereum hatte ich mich geärgert, das ist so gestiegen auf fast 3.000 Dollar. Und ich so, oh Gott, ich habe bei 1.000 Dollar als erstes gekauft und jetzt ist Ethereum gefallen und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich jetzt nachkaufe, weil es jetzt wieder günstiger geworden ist. Und von daher würde ich dieses negative Denken, wer negativ denkt, ist im Kryptoland sehr ängstlich und sehr, es ist nicht wirklich geeignet für Leute, die zu skeptisch sind und pessimistisch. Also ihr müsst wirklich optimistisch sein. Und von daher, ich gebe euch mal ein gutes Zitat von dem Cardano-Chef Charles Hoskinson. Welcome to crypto. You may come in a little late. You guys can't get 900% gains without expecting some pullbacks. That's how the world works. Crypto is volatile. It's unstable. Goes way up. Goes way down. Das heißt, es geht hoch, es geht runter. Und ihr müsst euch bewusst sein, es ist einfach wie eine Achterbahnfahrt. Also macht euch auf was gefasst. Und mein Fazit lautet, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also wenn es dir zu heiß wird, bleib weg von der Küche. Wie gesagt, ihr könnt mich jederzeit fragen, auch auf finanzdiva.de, auf YouTube. Da bin ich immer unterwegs, wenn ihr nach diesem Termin noch Fragen habt, schreibt einfach unter Videos in die Kommentare und ihr kriegt von mir ein Feedback. Was ich erwähnen möchte am Anfang noch von diesem Vortrag, am 23. Juli ist die Crypto Convention, crypto-convention.com. Am 23.07. gibt es verschiedene Vorträge. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte noch mehr wissen über Krypto, dann seid ihr da gut aufgehoben. Um 11.45 Uhr wird mein Vortrag sein. Und ich wollte euch nur informieren, dass es im Juli auch weitergeht mit coolen Krypto-Events für alle, die sagen, ja, möchten noch mehr Krypto-Infos haben. Warum Kryptos ins Depot gehören? Ganz kurz. Wir haben jetzt eine globale Staatsverschuldung, Staatenverschuldung von über 62 Billionen Dollar. In Deutschland sind es über 2,8 Billionen Stand 2020. Ist halt die Frage, wo geht die Reise hin? Wird Fiat-Geld bald gar nichts mehr wert sein? Die Leute flüchten in Sachwerte, Gold, Immobilien. Ihr seht das an den Preisen, die gehen nach oben. Das ist auch ein Zeichen, dass die Fiat-Währungen immer weniger wert sind. Der Staat druckt Geld, um sich auch neue Liquidität zu verschaffen. Die Geldmenge steigt. Und da fragt man sich auch, wird die Inflation kommen? Und Bitcoin ist limitiert, genau wie Gold, und auf 21 Millionen Stück. Und da sagt man, dass als einen Inflationsschutz mit sich bringt und es das digitale Gold wird Bitcoin bezeichnet. Das heißt, es ist auch ein neuer digitaler Sachwert, der geschaffen wurde und der reale Gegenwert von Fiat-Währung wird immer kleiner. Das heißt, für Leute, die in Sachwerte flüchten, gibt es jetzt eine Möglichkeit, digital vorzusorgen in digitale Sachwert. Und ich möchte euch noch eine Sache sagen und zwar, es geht jetzt los mit meinen Top 5. Die habe ich auch im Depot. Und deswegen folgt jetzt ein kleiner Haftungsausschluss. Ich weise darauf hin, dass die Investitionen in Aktien, ETFs, ETPs, ETNs und sonstigen Finanzprodukten, wie auch die Coins, Kryptocoins, einen Totalverlust mit sich bringen können. Im schlimmsten Fall kann euer Kapital weg sein. Und deswegen, ich übernehme keine Haftung für die Informationen, die ich euch heute gebe. Es sind keine Kaufempfehlungen und keine Steuerberatung. Konsultiert immer euren Steuerberater und überlegt selbst, welche Sachen ihr euch ins Depot legt. Ich möchte euch meine Top 5 vorstellen und wenn ihr noch sagt, hey, das sind blöde Coins, es gibt so viele von 8000, ich musste mir ein paar rausfischen und ich habe eigentlich die beliebtesten genommen, die wirklich gängigen, die auch in vielen ETPs, in Finanzprodukten enthalten sind
und die eine hohe Marktkapitalisierung haben und ein hohes Handelsvolumen. Fangen wir an mit Nummer 1, dem Bitcoin. Da führt kein Weg vorbei. Ich habe auch ein paar Bitcoin-Anteile im Depot. Nicht mal einen habe ich komplett. Und das ist das Schöne, ihr müsst keine 30.000 Dollar haben, um ein Bitcoin zu kaufen. Ihr könnt auch einen Sparplan machen, 50 Euro im Monat oder so, und kriegt immer einen kleinen Anteil. Und dadurch habt ihr quasi auch digitales Gold im Depot. Die Frage ist halt oft, viele Leute mögen kein Bitcoin, aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann ist es einfach nur eine geniale Sache, wenn man überlegt, es gibt einen, der heißt Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder des Bitcoins, und der hat eigentlich ein Experiment gewagt auf der Suche nach einem besseren Online-Geld. Ein Online-Geld wollte er schaffen, das keine Intermediäre, keine Mittelmänner braucht, auf einer Blockchain-Technologie basierend. Blockchain, das ist eine Art Datenspeicher, wo viele Transaktionen abgespeichert sind und die man da nicht mehr ändern kann. Das heißt, es ist transparent und man kann es nicht manipulieren. Das war die Idee dahinter. Und das Ergebnis war, dass er vor 2009 10 Bitcoin an den Computerprogrammierer Hal Finney geschickt hat. Und es hat funktioniert. Das war die erste echte Transaktion zwischen zwei Leuten. Und Bitcoin hatte 2009 kaum noch einen Wert. Also das waren unter einen Dollar. Und kurz darauf, 2013, also 3, 4 Jahre später, lag der Bitcoin-Kurs schon bei 25 Dollar. Hättet ihr euch damals für 40 Dollar ungefähr eingedeckt, da wären es jetzt um die 5 Millionen US-Dollar auf dem Konto. Also es ist krass, wie der Wert Zuwachs hatte. Es gab natürlich harte Phasen. Es gab den Krypto-Winter, wo viele Leute auch verkauft haben, weil der Bitcoin wieder in den Keller gerauscht ist. Stieg ja teilweise an auf 1.000 Euro, 2013 noch ganz von unten kommend. 2019 lag der Kurs schon bei über 8.000 Euro. Letztes Jahr im Herbst hat mich jemand angerufen und gefragt, soll ich meine Kryptos, mein Bitcoin verkaufen? Da waren die bei 17.000 Dollar im November. Und dieses Jahr hatten wir echt ein Allzeithoch bei fast 50.000 Dollar. Und also es ist der Wahnsinn. Und die Prognose von vielen Leuten ist genial. Also Satoshi wurde sogar vom Time Magazine zum Man of the Year gewählt und er hat auch irgendwie das Gefühl und hat sich entschuldigt bei den Anlegern und gesagt, sorry to be a wet blanket, writing a description for this thing for general audience is bloody hard. There's nothing to relate to. Also er hat versucht, sein Bitcoin zu erklären und gesagt, tut mir leid, ich bin eine nasse Decke, eine Beschreibung für die Sache, für das allgemeine Publikum zu schreiben, das ist so schwer und es gibt nichts, worauf man sich beziehen könnte. In anderen Worten, wenn du es nicht glaubst oder das nicht verstehst, habe ich nicht die Zeit, dich zu überzeugen, sorry. Und Satoshi hat ungefähr 1 Million Bitcoin. Das heißt, wenn der Bitcoin auf 180.000 Dollar steigen würde, wäre er der reichste Mann der Welt. Diese 1 Million Bitcoin auf seinem Konto sind unangetastet liegen geblieben. 2011 hat er sich verabschiedet und meinte, ich muss mich anderen Dingen widmen. Also keiner weiß, wer er ist. Und ich finde, er hat etwas geschaffen, was sehr viel Kritik erfährt aufgrund der Umwelt, unfreundlichen Energiekonsum. Also Bitcoin-Transaktionen sind wahnsinnig energieintensiv. Aber er hat geschafft, eine Blockchain-basierte Währung in Anführungsstrichen zu schaffen, die andere Entwickler und ITler inspiriert hat, etwas Ähnliches zu bauen, kreieren, und zwar dezentralisierte Anwendungen, die auf einer Blockchain basieren. Das heißt, der Bitcoin war die Grundlage für eine Disruption, und das Disruption ist immer etwas, was passiert. Zum Beispiel damals in den 70er Jahren, wo das Internet erfunden wurde, hat niemand an diese Technologie geglaubt oder ans Internet, an freie Informationen. Da gab es doch in der Bibliothek, also so braucht man ein Internet. Und es hat Jahre gedauert, bis diese Technologie überhaupt verstanden wurde und Mainstream angewendet wurde, benutzerfreundlich. Und das sehe ich auch mit vielen Kryptowährungen passieren. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang von einem Prozess, der viele Jahre Megapotenzial mit sich bringt. Und deswegen habe ich für euch
jetzt noch eine Anmerkung. Und zwar, nichts fühlt sich schlimmer an als ein Fake-Investment. Es gibt zwei Fraktionen. Es gibt den Bitcoin-Hater und den Bitcoin-Fan. Ich selbst sage immer, keine Ahnung, wo die Reise hingeht, wo soll ich das wissen? Deswegen habe ich mir gar nicht so viel Bitcoin ins Depot gelegt, Anteile, sondern ich bin vorsichtig, aber ich bin trotzdem minimal dabei investiert. Weil zum Beispiel gibt es Warren Buffett, der sich dagegen ausspricht. Sein Kumpan Charlie Munger sagt auch, dass der mault. Und weil Bitcoin vielleicht auch steigt und er sagt, er sieht da drin keinen ernsthaften Wert, ja. Die Leute glauben halt an Bitcoin und das treibt auch den Kurs. Der Glaube alleine hilft und die Welt ist groß. Und wenn man sagt, ja, die Regulierung könnte zuschlagen und den Coin den Garaus machen, darf man das nicht unterschätzen, weil Bitcoin, es ist schwer, das zu regulieren. Auch Arnold Schwarzenegger sagt, er versteht kein Bitcoin, er hält sich davon fern, er investiert wie Warren Buffett nur in Dinge, die er versteht, was auch gut ist. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, das ist eigentlich wirklich ein gutes Prinzip, in Dinge investieren, in die man versteht. Also Bitcoin ist etwas, das die wenigsten Leute verstehen und deswegen nehmt eine kleine Portion Risiko in Kauf und dann könnt ihr auch nachts noch gut schlafen und euch an dem Bitcoin-Boom beteiligen. Viele sagen ja, oh Gott, der Crash ist da, hättet ihr vor einem Jahr gekauft, mein Gott, das Ding ist 300% jetzt in einem Jahr gestiegen, was nicht schlecht ist, und dann ist jetzt ein paar Prozent gefallen. Also es geht, die Börse ist keine Einbahnstraße, von daher haben die Leute, die vor einem Jahr angefangen haben, oder vor zwei, immer noch einen guten Gewinn im Depot. Und lasst euch von den Mainstream-Medien nicht in die Irre führen und emotional werden, wenn da steht Crash. Wenn ihr Crash lest, müsst ihr denken, hey, Schlussverkauf. Wenn ihr einen guten Plan habt, eine Strategie, welche Coins ihr wollt, dann lasst euch nicht von Medien abbringen, weil da Crash steht, sondern denkt immer daran, jetzt kriege ich die Dinger günstiger und kann nachkaufen. Das ist wie, wenn eine Rolex im Schlussverkauf gibt, würdet ihr auch zuschlagen und nicht sagen, hey, es gibt einen Rolex-Crash. Ihr würdet euch wahrscheinlich auch weiterhin eindecken mit sowas oder mit Gold. Wie gesagt, es gibt die Hater-Fraktion Buffett, Jamie Dimon, Arnold Schwarzenegger, Charlie Munger, aber es gibt auch sehr viele Experten, die darauf schwören. Und da sagt Charles Hoskinson, der jetzt Cardano entwickelt hat, 100.000 US-Dollar sieht er irgendwann beim Bitcoin. Krypto ist unaufhaltbar, Krypto ist die Zukunft. Charles Hoskinson ist verdammt intelligent und smart und er ist ITler und er kann sehr gut die Blockchain- und Krypto-Szene einschätzen. Er ist Mathematiker. Und ich empfehle sehr, seinen YouTube-Kanal zu abonnieren, weil ich übe da immer meine Englisch-Skills und ich finde ihn sehr intelligent, smart, charismatisch. Und er hält regelmäßig die ganzen Leute auf dem Laufenden, was in der Kryptowelt passiert. Kommen wir zum Nummer 2 Coin, den ich auch im Depot habe, Ethereum. Ethereum ist sehr beliebt. Der Gründer ist dieser Mann hier. Das ist der jüngste Kryptomilliardär aus Kanada, ursprünglich aus Russland. Und Vitalik Buterin ist ein Guru in der Kryptosphäre, ein Wunderkind. Der ist damals ausgewandert mit seinen Eltern nach Kanada und wurde gleich versetzt auf eine hochbegabte Schule. Er war wahnsinnig schnell im Kopfrechnen und hat sich dann Mandarinen beigebracht mit Hilfe vom Internet. Er ist in die Schweiz gegangen, hat sein Studium abgebrochen, weil Peter Thiel kam daher, hat ihm Geld gegeben für sein Ethereum-Projekt. Und das ist schön, weil Peter Thiel kennen viele von euch, der erste Facebook-Investor, auch bei Twitter investiert, bei sehr, sehr vielen Firmen, auch wie Palantir beispielsweise. Peter Thiel ist dafür bekannt und wird auch kritisiert, dass er jungen Studenten Geld bietet, die eine Idee haben für ein Startup und sagt, hier, brecht euer Studium ab, macht eure Startup, zieht's hoch. Und er sagt halt, ja, mein Gott, muss ja die da selber wissen. Ne? Jedenfalls ist Vitalik Buterin das Gesicht von Ethereum. Und Ethereum, die meisten Kryptowährungen sind ja Anwendungen, die auf einer Blockchain basieren. Und auf Ethereum basieren so viele Anwendungen, dass Ethereum, man kommt nicht daran vorbei.
Und Ethereum ist aktuell, wird sehr gehypt. Sehr viele ETFs, oder also ETPs heißt das ja bei Kryptowährungen. Das sind diese Produkte, die korrelieren, die könnt ihr an der Börse handeln, die korrelieren mit Kryptowährungen, mit dem Kurs. Viele sind auf Ethereum auch angelegt. Das heißt, die decken sich damit ein. Und das pusht natürlich auch den Kurs. Die Nachfrage, auf Deutsch gesagt, von institutionellen Investoren ist gestiegen. Die haben das Gefühl, wir haben den Bitcoin-Move verpasst, den Sprung nach oben. Ethereum könnte der nächste Bitcoin sein in Sachen vom Preisanstieg. Und diese Hoffnung treibt den Kurs. Das ist die institutionelle FOMO, also Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen, hat jetzt bei Versicherungen, Banken und Family Offices zugeschlagen. Und deswegen sagen auch Leute wie zum Beispiel Michael Novogratz, der ja auch eine eigene Kryptobank hat mit Galaxy Digital, sagt er legt jetzt Ethereum-Fonds auf, die verkauft er an Banken, weil die Nachfrage sehr hoch ist. Und er sagt, Ethereum ist der Kryptocoin 2021, weil er immer noch so günstig ist im Vergleich zu einem Bitcoin. Und deswegen, also ich weiß, dass Mike Novogratz ein Ethereum bei $4 ungefähr gekauft hat und er hat echt ein kleines Vermögen damit schon gemacht. Er hat leider nicht gesagt, wie viel, ob er eine Milliarde mit rausgeholt hat, weiß ich leider nicht, aber er ist bullish auf Ethereum eingestellt. Und viele fragen sich natürlich, was ist der Unterschied? Ein Bitcoin ist ein reiner Wertspeicher, ein reines digitales Gold. Ein Bitcoin hat keine Anwendung dahinter. Und das Gute bei Ethereum ist, das ist eine Infrastruktur, so eine Art unabhängiges Internet, dass die Datenkontrolle in die Hände der User wieder zurückgeben wird. Die wünschen sich Apps, die nicht bespitzeln oder bestehlen. Sie wollen ein Internet, in dem der User seine Daten selbst behält. Und sie möchten ein Internet, Ethereum möchte ein Internet, das jeden Zugang zu einem offenen Finanzsystem ermöglicht. Und ganz kurz, das Coole an dem Buterin, Vitalik Buterin, ist, dass er ein Rebell ist. Er möchte ein bisschen Aufstand leisten gegen die Staaten, die jetzt zu viel Macht haben. Und sein Ziel ist halt auch, Finanzinstituten die Kontrolle über Geldflüsse zu entreißen und dabei Transaktionen günstiger machen, sicherer machen. Und das ist sein Weltbild. Der Rebell, der die Welt verbessern möchte. Und deswegen glaube ich an ihn und an sein Softwareprojekt. Es sind ja nichts anderes als Softwareprotokolle, die Coins, die ich euch jetzt vorstellen will. Nummer 3 in meinem Depot ist Neo. Das ist auch ein ähnliches Unterfangen wie Ethereum, nur besser. Es ist quasi auch eine Infrastruktur, eine Plattform. Man nennt Ethereum und Neo Plattform-Token, weil sie die Plattform liefern für andere Softwareanwendungen. Die brauchen eine Plattform, ist wie eine Autobahn, also die Anwendung wäre das Auto. Die Autobahn wäre quasi Ethereum, Neo, wo das drüber läuft. Also die Blockchain-Basis wäre jetzt Neo. Das ist viel schneller, Transaktionen sind schneller und nutzerfreundlicher als im Vergleich zu Ethereum. Ethereum war quasi der erste und wird jetzt kopiert von vielen und versucht es besser zu machen. Die Ethereum-Transaktionen sind relativ teuer und man sagt, ja, das ist nur was für Reiche. Eine Transaktion kann zwischen $15 und $120 kosten. Und Neo versucht es jetzt günstiger zu machen. Es ist aus China, dieser Coin. Und zwar, Da Hongfei ist der Chef und der Erfinder. Der ist auch ziemlich jung noch. Und er hat sehr viele Supporter. Alibaba zum Beispiel steckt dahinter. Die buttern sehr viel Geld da rein. Ich habe selber Neo bei 18 Euro gekauft. Der ging dann auf 120 hoch und dann ist er wieder gefallen. Ich weiß aktuell nicht, wo er steht. Wahrscheinlich 40, 50 Euro. Aber ich fand es sehr krass, wie schnell der Anstieg erfolgt ist. Januar, Februar habe ich ungefähr Neo im Depot. Und ich werde es auch lange halten, weil ich glaube, dass der Vergleich halt schon an sich gut ist. Also bis zu 10.000 Transaktionen schafft eine Neo-Plattform pro Sekunde. Im Vergleich, Ethereum schafft pro Sekunde 15 Transaktionen.
Also das ist schon ein Unterschied, 10.000 versus 15 pro Sekunde. Und auch hier ist die Idee, digitale Assets, Identitäten, Firmen, Smart Contracts, alles soll autonom und dezentral auf dieser Plattform laufen. Und ja, und der Neocoin ist auch genau am Erfolg, also diese Coins sind am Erfolg der Softwareanwendungen gekoppelt. Und Ziel ist der Absprung in die digitale Smart Economy in China. Und ich glaube dran und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bin auch gespannt, ob ihr schon mal NEO gehört habt. Ein Anwendungsgebiet von NEO, also da Hongfei ist ein großer Fan von Games und er sagt, ja, Videospiele haben großes Potenzial einer Zukunft in der Blockchain-Technologie und es werden Dutzende Videospiele auf der NEO-Plattform erscheinen. Das ist seine Prognose. Er hat aber auch Börsenhandelsplätze, die NEO nutzen. Das sind, ihr könnt zum Beispiel auf dezentralen Börsen Coins handeln. Und da gibt es zum Beispiel Uniswap, es gibt Nash und bei NEO wird Nash und Switcheo genannt. Die, das heißt, ihr braucht quasi keinen Mittler mehr. Normalerweise gibt es ja, wenn ihr auch, müsst ihr auch euch auf PayPal anmelden, um eine Transaktion durchzuführen. Da wird der Nutzer verifiziert, hat er auch Geld und so weiter. Und über eine Blockchain-basierende Börsenplätze brauchen diese Validierung nicht mehr durch einen Mittler. Zum Beispiel Makler braucht ihr nicht mehr, eine Bank. Deshalb fallen viele Mittelmänner weg. Und das macht das alles so interessant, lukrativ, innovativ und wahrscheinlich auch rentabel, wenn man dabei investiert ist. Ihr müsst euch immer die Coins so vorstellen, ihr habt eine Beteiligung ähnlich wie eine Aktie an der Firma und bei einem Token habt ihr Beteiligung an einem Firmen, an Erfolg eines Projekts. Wenn die Anwendung akzeptiert wird, im Mainstream ankommt, von vielen Firmen auch benutzt wird, dann ist das immer ein Zeichen auch einer Wertsteigerung. Das seht ihr auch an der Coin-Entwicklung. Kommen wir zum nächsten Coin. Und auch was da Hongfei sagt, generell ist interessant. Blockchain-Anwendungen sind noch nicht benutzerfreundlich genug. Das ist auch eine Kritik, wo man sagt, wir sind immer noch am Anfang eines digitalen Coin-Zeitalters, wo auch viele Coins verschwinden werden, weil sie vielleicht auch nicht weil sie von der Konkurrenz in den Schatten gestellt werden. Also deswegen müsst ihr immer streuen. Und nicht nur streuen unter den Coins, sondern auch im Bankenbereich. Es gab ja mal die Mt. Gox-Geschichte, da wurde was gehackt, die Bank, da waren viele Bitcoins weg. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, bevor wir zum nächsten Coin kommen, dass ihr eure Sachen immer sichert. Das heißt, be your own bank. Ihr müsst eure Coins selbst sichern. Ich zeige euch mal, das ist ein Ledger. Ich habe selber den Ledger Nano S. Ledger Nano S heißt der. Den findet man bei Amazon zum Beispiel. Und Ledger heißt, dass ihr das sichert auf einem, sieht aus wie ein USB-Stick. Und wenn ihr wissen wollt, wie das gesichert wird, findet man bei YouTube zum Beispiel Hilfe, wie man das sichert oder ja, einfach googeln. Und ich habe zum Beispiel Ethereum drauf gesichert, Bitcoin. Und das ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr den Ledger bestellt, beispielsweise gibt ihr einen Ledger Nano S oder es gibt auch X auf der Amazon-Plattform, wenn ihr das bekommt, das Produkt muss eingeschweißt sein, darf keine Nutzerspuren enthalten. Ihr dürft keine auf eBay bestellen, das heißt immer neuwertige Produkte. Und wenn das Ding sagt, bitte PIN eingeben oder fragt sofort einen PIN, dann müsst ihr auch davon ausgehen, da stimmt irgendwas nicht. Also ihr bestimmt die PIN-Nummern. Ihr seid derjenige, der das Ding verwaltet und managt. Und ich bin begeistert. Das Problem, ihr müsst sehr viele Codes euch notieren. Das Ding sagt euch Wörter. Das steht dann da drauf, das blinkt dann immer ein Wort nach dem anderen. Das notiert ihr euch auf ein Blatt Papier. Und das macht ihr gleich zweimal. Ihr macht zwei Abschriften. Und wenn ihr das sichert, also auf zwei Blätter macht, dann tut ihr vielleicht eins in Safe. Das sind eure Keys, eure Notfallsicherungswörter. Die fragt er nämlich ab, wenn ihr irgendwas verlieren solltet und ihr habt alles aufgeschrieben und der Ledger ist weg. Ihr habt immer diese Sicherungsblätter und dann kommt ihr an eure Coins wieder ran. Und die Aufbewahrung ist wichtig, dass vielleicht eins in Safe kommt.
dass ihr wisst, ihr habt, wenn es brennt, noch einen zweiten Blatt Papier und kopiert das nicht, weil auch Kopiergeräte können gehackt werden. Da kann man reinschauen, wenn das an WLAN angeschlossen ist. Ihr dürft es nicht auf dem Rechner speichern, die Wörter, da kann man sich auch in euren Rechner reinhacken. Also immer müsst ihr es auf Blatt Papier aufschreiben und auch dran denken, Blatt Papier wird auch alt, vielleicht könnt ihr es irgendwann nicht mehr lesen, dass ihr auch mal checkt, kann man es noch gut lesen, macht Abschriften. Und so geht man bei der Sicherung vor. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, was ist, wenn die Börse gehackt wird. Also nicht zu viel Geld auf eine Bank tun. Es gibt ja Kryptobanken, wie zum Beispiel gibt es die... ich bin selbst bei Bitpanda und dabei, beispielsweise habe ich ein kleines Konto. Bitpanda ist aus Österreich. Bin sehr zufrieden, weil die Börse sehr einfach zum nutzerfreundlich ist. Die Schattenseite ist, dass sie sehr teuer ist. Also nutzerfreundlich heißt auch höhere Gebühren. Und dann habe ich Bitwala ausprobiert aus Berlin. Die heißen jetzt Nuri, kann ich auch empfehlen. Super Team dahinter, weiblicher CEO, sehr kompetent und ich würde es quasi mein Geld verteilen auf verschiedene Börsen und auch sehen, wo komme ich am besten klar. Ich habe Binance ausprobiert, Coinbase und ich muss sagen, Binance war mir ein bisschen schwierig als Beginner, als Anfänger. Würde ich Binance nicht empfehlen, aber man kann es mal ausprobieren. Das ist dann schon etwas für die fortgeschrittenen Krypto-Investoren gedacht. Kommen wir zu Cardano an dieser Stelle. Also ich habe euch jetzt drei Börsen vorgestellt. Kraken.com gibt es noch. Kraken, schreibt man Kraken.com. Da kann man auch auf einen vertrauensvollen Händler treffen, wo man sich mit Coins eindecken kann. Was ich schade finde, viele traditionelle Banken haben den Absprung nicht geschafft, waren vielleicht etwas zu spät dran, wo ich nicht verstehe, warum kann ich da nicht handeln. Aber ich glaube, auch bei Börse Stuttgart kann man jetzt Kryptowährungen handeln. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz angesagt. Börse Stuttgart, also auch als kleiner Tipp, auch da mal vorbeischauen, was man da so machen kann. Cardano ist die nächste, die ich im Depot habe, ein Coin, der von Charles Hoskinson, das ist er, habe ich jetzt Gavin Wood geschrieben? Es tut mir sehr leid, da sehe ich gerade einen Fehler in der Präsentation. Das ist Charles Hoskinson. Gavin Wood ist sein Bekannter, mit dem hat er gearbeitet. Gavin Wood hat Polkadot entwickelt. Also das ist Charles Hoskinson und der hat, das Gute ist, Charles hat Cardano entwickelt, nachdem er Ethereum das Projekt verlassen hat. Er hat sehr viel Insiderwissen über Ethereum, er kennt die Schwächen und er versucht, ein besseres Ethereum zu entwickeln. Es heißt, eine sichere Chain, die dezentralisierte Anwendungen unterstützt, mehr Sicherheiten im Netz und schnelle Anwendungen und geringe Transaktionskosten. Auch er ist sehr rebellisch. Er lebt auf einer Farm in USA. Er hat ein paar Tiere, Kühe, alles Mögliche. Und er ist sehr sympathisch und am Boden geblieben. Also dafür, dass er ein Riesenprojekt aus dem Boden gestampft hat, sagt man immer Respekt, dass er wirklich so bodenständig geblieben ist. Er sagt halt immer, die aktuelle Marktschwäche ist eine Konsequenz aus FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, also Angst, Verunsicherung und Zweifel. Das heißt, das führt zu panischen Kurzschlussreaktionen bei den Anlegern. Viele verkaufen aus Panik und das pusht die Kurse natürlich nicht nach oben, sondern leider noch in den Keller. Und das heißt, er sagt auch, er wurde zu Cardano gefragt, ja, was sagen Sie zu dem Kurseinbruch? Und da sagt er gar nichts. Ich gehe jeden Tag ins Büro, ich mache meine Arbeit, wir entwickeln Cardano weiter. Wir schauen gar nicht auf die Kurse. So hat er das gesagt und das sage ich auch an euch. Schaut euch immer die Gründer an. Machen sie einen seriösen Eindruck auf euch. Das ist total wichtig, weil ihr kommt sonst an irgendwelche Shitcoins, wo ich immer sage, das klingt jetzt total doof, aber zum Beispiel Dogecoin, das ist der Coin, der von Elon Musk gehypt wird. Dahinter steckt keine innovative Anwendung. Und auch nicht so das Team, laut Charles Hoskinson, wo er daran glaubt. Das heißt, die Frage ist, ist es nur ein Hype, der von Elon Musk gepusht wird? Das wäre mir zu riskant für mein Geld, wo ich sage, ich gehe lieber in eine Anwendung, in einen Coin, wo ich weiß, da steckt ein hochsmartes Team dahinter,
ein wachsendes Team, die eine Vision verfolgen und die hart daran arbeiten, ein Produkt zu generieren, das die Welt zu einem besseren, ja, für Leute, die besseren Anwendungen finden und Lösungen für irgendwelche Probleme. Und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten ähnlichen Polkadot-Projekt. Gavin Wood hat mit dem Charles Hoskinson damals zusammengearbeitet mit dem Ethereum-Projekt, haben die beide verlassen und haben ihre eigenen Coins gegründet mit dem gleichen Ziel, eine Plattform zu schaffen, die Ethereum Konkurrenz macht. Da fragt man sich, ist jetzt Polkadot besser, ist Cardano besser oder Neo? Das sind alles Plattformen, die Transaktionen über sich laufen haben, die schneller sind, dezentralisiert, auf Blockchain-Technologie basieren und die in der Zukunft wahrscheinlich sehr gefragt sind. Polkadot, das ist das Team dahinter, Robert Habermeyer, Dr. Gavin Wood und der Peter. Und sie wollen ein besseres Websoftware-Protokoll als Ethereum schaffen, also ganz klare Kampfansage. Das Coole ist, 560% Kurs plus in einem Jahr. Ich glaube, bei Cardano waren es über 1000%. Und man denkt einfach krass, wie steil die Dinger gehen. Ich habe bei 6 Euro Polkadot ins Depot gelegt und einen Monat später war die schon bei 20 Euro und da habe ich gedacht, Wahnsinn, weil ich als eigentlich Aktienliebhaber so einen Kurszuwachs nicht vorher gekannt habe. Und ich finde das, am Anfang fand ich das total, ich war sehr euphorisch, aber ich musste damit lernen, umzugehen und sage, ey, ich lasse das Ding liegen, ich schaue nicht jeden Tag rein, sonst werde ich ja, also ich meine, ich stehe jeden Morgen auf und dann denke ich, hui, schon wieder gestiegen oder gefallen, das macht einen auch verrückt. Und das macht auch sehr süchtig. Man sollte sich immer ein Limit setzen, das ist eine Message an euch, geht einen Betrag ein und geht nicht darüber hinaus, den ihr investiert in dieses Krypto-Thema, weil ihr vernachlässigt sonst die Streuung in andere Assets. Und das ist die Gefahr dahinter. Das habe ich bei vielen Bekannten mitbekommen, die zu viel Geld da reinballern und gar keinen Bock mehr haben auf Aktien. Und Geldanlage muss immer langweilig sein. Und eine langweilige Aktie habe ich auch für euch dabei. Und zwar mache ich jetzt schnell einen Krypto-Guide für Aktien, welche Aktien ich teilweise auch im Depot habe. Advanced Blockchain AG bin ich dabei, bin bei 6 Euro eingestiegen. Die ist mega abgeschmiert, aber die Firma kommt aus Berlin. Ich habe die verfolgt auf Twitter. Also ich verfolge auch hier den CEO Michael Geike. Ich habe den interviewt auf Finanzdieber, das Magazin auf YouTube, findet ihr den. Sehr kompetent. Der ist von London nach Deutschland gezogen, hat die Firma gegründet, erst einen Frozen-Joghurt-Laden, dann Blockchain-Firma, Advanced Blockchain. Und die sind sehr riskant. Also ich muss auch sagen, nichts für Risiko-Averse Anleger, weil sie sind auch noch nicht in den roten Zahlen angekommen. Aber sie haben in Bitcoin und Polkadot investiert. Das heißt, die haben einige Token da. Ich weiß nur, dass sie 40.000 Polkadots gekauft hatten, 181.000 Polkadot-Token haben sie, 181.000 Polkadot-Token. Das heißt, mit dieser Aktie hättet ihr indirekt auch Coins drin, ohne in Coins direkt zu investieren. Ich wollte euch nur zeigen, so kann man das umgehen, einen Coin direkt zu kaufen über Aktien, die, also Firmen, die in Krypto investieren. Und die haben auch Bitcoin im Depot und auch andere Token, zum Beispiel Warp-Token. Und die haben es geschafft, mit einem Anlegervolumen, also Anlagevolumen von 40.000 Polkadot Investitionsvolumen über 6 Millionen zu generieren in 3 Jahren. Also es war der Anstieg von Polkadot. Sie waren Early Investor und es ist der Wahnsinn, was sie da rausholen an Rendite. Die machen auch Staking nebenbei, also manche Coins werfen Zinsen ab und durch das Staking und so ist ja ihr Anlagevolumen gewachsen. Und sie glauben an die Blockchain, sie haben sehr viele Firmen, an denen sie beteiligt sind, zum Beispiel Peak. Peaks ist eine davon. Das ist ein die versuchen an E-Automobilkonzerne Lösungen zu liefern, wie die Betankung einfacher ist. Das heißt, man kriegt dann immer den gleichen Betankungstarif, es läuft alles über Blockchain ab, man setzt sich ins Auto, die Tankstelle erkennt, wer man ist, man verliert halt keine Zeit beim Tanken und auch kein Geld. Und die sind gut vernetzt und haben wahnsinnig gute Investoren hinten an Bord und zwar unter anderem Michael Jackson, das war der CEO von Skype. Die haben dabei den Ex-Cisco-Deutschland-Chef Michael Ganser
und den Ex-Chef von Dyson und ProSiebenSat.1, der ist auch als Investor beteiligt und die sitzen auch teilweise im Aufsichtsrat mit drin. Und ich finde es gut, dass viele große, bekannte CEOs auch an diese Firma glauben. Und ich bin mit einem kleinen Portion in Advanced Blockchain selbst investiert und glaube an deren ihre Zukunft. Weil wenn ich mir den CEO anschaue, wie motiviert und inspirierend er auf sein Team wirkt, der hat kaum Fluktuation, hat laut seiner Aussage, bin ich total begeistert und glaube an die Firma. Aber für alle Leute, die sagen, hey, das ist mir zu riskant, habe ich hier eine JP Morgan Chase, eine New Yorker, die sitzt in New York, Leiter ist die Jamie Dimon, der ist 65, ein Bitcoin-Gegner, aber er sagt, mein Gott, ich interessiere mich nicht für Bitcoin, aber meine Kunden, und die Kunden gehen vor. Und seine Kunden sind auch große Banken. Und das Schöne an JP Morgan, die Bilanz ist ein Traum, die Gewinne sprudeln, die Umsätze und sie sind nicht verschuldet. Also die Bilanz, Finanzbasis ist gesund. Und wenn man schaut, 44% war jetzt ein Jahresperformance, okay, im Vergleich von der Advanced Blockchain, die Advanced hat über 300% jetzt in einem Jahr geschafft, ist aber natürlich auch riskanter. Ein hoher prozentualer Anstieg heißt auch ein hohes Risiko unter Umständen. Also eine traditionelle Bank wie ein JP Morgan, die jetzt aber auch auf Krypto aufrüstet und die Fonds und Produkte vertreibt und sehr, sehr breit aufgestellt ist im Lending-Bereich, Kreditbereich, Transaktionen auch über Krypto und andere Trades, verdienen einen Haufen Geld, auch aufgrund der FOMO, dass die Leute jetzt mehr in Aktien gehen und die Transaktionsgebühren streichen, die sich als fetten Gewinn ein. Sie wollen Akquise vorantreiben im Fintech-Bereich, was auch gut ist, weil da bleibt es spannend und viele Banken haben den Fintech-Zukauf verschlafen, also wo ich auch immer sage, es gab so viele coole Fintech-Firmen, die wurden von Banken immer belächelt und mittlerweile kriegen viele Banken vor Fintech Angst und auch vor Kryptobereich, weil man halt weiß, hey, was ist die Zukunft? Brauchen die Leute eigentlich dann noch eine Bank? Ja, man munkelt wahrscheinlich nicht. Aber komm jetzt auf, das ist Jamie Dimon, sehr, sehr schwer krank gewesen. Er ist jetzt zurück im Geschäft, er wird bald, also wenn er 70 ist, hat er gesagt, geht er in Rente. Und er ist sehr, sehr, sehr viele Jahre schon Geschäftsführer da und das ist ein gutes Zeichen. Die Bank wurde konstant und sehr, sehr dynamisch auch geführt von ihm. Also Respekt an dieser Stelle. Wenn ihr euch mal den Deutsche Bankverlauf, Kursverlauf der letzten fünf Jahre anschaut oder letzten 10 Jahre und schaut euch mal JP Morgans Kursverlauf an, dann versteht ihr, was ich meine, wo ich sage, da geht die Reise in die richtige Richtung bei dieser Bank. Galaxy Digital, eine meiner Depotwerte auch, ein Jahresperformance 1000%, kleine Story, ich hatte die bei 1,60 $ gekauft, bei 70 Cent habe ich Panik bekommen, habe auf meine Emotionen gehört und habe das aus Panik vor einem, ja, bei Beginn der Pandemie habe ich die verkauft, bei 70 Cent mit Verlust verkauft und dann ist das Ding auf $24 ungefähr angestiegen. Also wo ich wieder gesehen habe, buy and hold, hätte ich doch mal gemacht, hätte ich doch nicht Panik bekommen, wo ich euch sage, ich habe ja den CEO auch bei Twitter verfolgt, habe mir auf YouTube angeschaut. Michael Novogratz heißt der. Das ist er, self-made Milliardär. Und diese Firma ist da, er hat ein Ziel, eine Vision. Sie möchten die JP Morgan oder Goldman Sachs der Kryptowelt werden. Also eine Brücke zwischen institutionellen und Kryptowelt bauen. Sie wollen eine Full-Service-Plattform werden für Institutionen und Zugang zur Kryptowelt schaffen. Das heißt, die Nachfrage nach Krypto ist groß von Banken. Die wissen gar nicht, wie soll ich mich damit eindecken. Und Galaxy Digital bündelt zum Beispiel Produkte zu Fonds und verkauft die dann an die Banken, die sie an ihre Kunden weiterverkaufen können. Sie sind beteiligt an sehr vielen Firmen. Sie machen Beratung von Mining-Unternehmen. Sie sind sehr breit aufgestellt und haben jetzt eine Milliardenübernahme dieses Jahr vor von BitGo. Ein BitGo-Chef haben sie sich gleich als stellvertretenden CEO geangelt. Das Coole an Michael Novogratz, der ist so gut vernetzt mit Goldman Sachs, der holt sich sehr gute Führungskräfte von der Firma, der hat da früher gearbeitet und die schwören drauf. Einer nach dem anderen kommt rein. BitGo kennen viele von euch nicht, aber mit dieser Übernahme hat er den Zugang zu über 300 großen institutionellen Anlegern, die dann seine Kunden sind und die über ihn handeln und über seine eigene Krypto-Plattform. Und das ist ein genialer Move, wo ich sage, der Kurs ist immer noch recht gut und günstig in meinen Augen. Kommen wir jetzt, ja, 40 Milliarden BitGo, verwahrtes Vermögen under Management, 40 Milliarden US-Dollar. Also es ist schon
eine gute Entscheidung, da zuzuschlagen. Kommen wir noch zum Schluss zu easy, richtig einfachen Krypto-Investments. Und zwar 21 Shares. Das ist ein ETP-Anbieter. Das ist der Chef hier, Hani Raschwan, habe ich interviewt auf Finanzdiva, das Magazin YouTube. Könnt ihr den mal euch anschauen? Schaut euch immer die CEOs an. Der ist in der Forbes-Liste unter 30 Jahren gewesen. Wurde auch von großen Investoren schon gepusht im Studium, hat Geld bekommen, hat da Firmen aufgebaut, ist aktuell in der Schweiz und hat Krypto-Produkte, also ETPs. Das ist der einfache Zugang zu Krypto-Coins. Ihr müsst das über euren Broker, könnt ihr das handeln. Da, wo ihr Aktien kauft, könnt ihr auch ETPs kaufen. Das ist ähnlich wie ein ETF. Das heißt, dieses gebündelte Produkt hat verschiedene Coins drin und profitiert natürlich von dem Auf- oder Abstieg, also im schlechtesten Fall Abstieg. Ihr könnt auf fallende oder steigende Kurse handeln. Und einen Sparplan empfehle ich immer, also nicht zu viel Risiko reingehen. Und das ist ein Beispiel von 21 Shares, Crypto Basket. Ich kenne einige Leute, die haben die, ich habe die selber nicht. Ich habe die Coins, ich bin da irgendwie eher begeistert, wenn ich die Coins selbst habe, aber ich finde es einfacher. Man muss nicht extra ein Kryptokonto aufmachen. Das ist halt der große Vorteil. Ihr gebt HODL ein, das sind die Ticker, ne? Die Abkürzung. Gebt ihr zum Beispiel ein bei Comdirect oder wo ihr seid, in DIBA zum Beispiel, gebt ihr in der Suchfunktion ein, wenn ihr zum Beispiel, könnt ihr Aktien suchen, Deutsche Bank zum Beispiel oder Commerzbank oder Comdirect oder, nee, also sucht mal Namen. Und so sucht ihr auch ETFs oder ETPs. HODL gebt ihr ein oder die ISIN-Nummer, das ist diese lange Nummer, die ich euch da hingeschrieben habe. Da gibt es 5 Coins drin, ja, und die hättet ihr dann automatisch in eurem Depot. Aktuell aber mit einem hohen Bitcoin-Anteil von 50%. Das heißt, wenn der Bitcoin in den Boden geht, also in den Keller geht, dann fällt auch dieses Finanzprodukt. In einem Jahr hat 62% Kurszuwachs, nicht schlecht, mit den 5 Coins. Ich nenne die euch mal. Das sind drin Bitcoin mit 50% Anteil, also sehr hohes Bitcoin-Anteil habt ihr da. Stellar ist drin, Ethereum, Polkadot und Cosmos. Das sind die 5 Coins, die ihr beispielsweise mit einem HODL-ETP habt. Ich kenne einige Leute, die haben das und die sind sehr zufrieden gewesen. Also ich denke halt auch, bei 62% Zuwachs, warum nicht? Ihr solltet aber immer auch denken, ein bisschen mal Gewinne mal mitnehmen, sich trauen. Das Schöne daran ist, dass die Bank eure steuerlichen Geschichten abführt. Die Steuer wird direkt beim Verkauf abgeführt. Und das finde ich immer der Vorteil bei einem herkömmlichen Broker. Und bei traditionellen Brokern habt ihr weniger Arbeit und könnt ihr euch genauso mit Coins über diese ETPs eindecken. ABNB gibt es jetzt auch. Das ist ein Binance-Coin. Super cool, dass es dieses Produkt gibt. 160% Zuwachs. Der Binance-Coin ist ein Favorit von vielen Anlegern. Und ich habe versucht, mir über Binance.com diesen Coin zu kaufen. Und ich muss euch sagen, die Nutzerfreundlichkeit ist bei Binance halt nicht gegeben. Und ich habe es nicht geschafft, diesen Coin zu kaufen. Ich habe den Coin nicht gefunden auf Binance. Und das fand ich total peinlich. Ich habe bei anderen Leuten nachgefragt und ja, ich habe auch Feedback bekommen. Einigen ist es auch nicht gelungen, den Coin zu finden. Also Binance ist wirklich nicht fürs erste Mal zu empfehlen, wenn man da noch nie was gekauft hat auf eine Kryptobörse. Dann gibt es noch den AADA-Coin. Cardano ist da drin enthalten. Da könnt ihr euch über diesen ETP Cardano ins Depot legen ohne einen Krypto-Broker. Also 27% in einem Jahr hat Cardano hier mit diesem Produkt gemacht. Und zwar year-to-date. Cardano, dieses Produkt wurde erst aufgelegt und auch der, und deswegen haben die, ich glaube im April haben sie Cardano aufgelegt. Deswegen sind die 27% seit April erst gezählt. Also es geht jetzt nicht 12 Monate zurück, die Performance, sondern 2. Ganz zum Schluss noch schnell ein Blockchain-ETF. Dann habe ich euch das komplette Blockchain- und Krypto-Thema erklärt, wie man vorgehen kann. Ich bin ein großer Fan von diesem ETF. Ein Jahresperformance ist 112%. Ich kenne sehr viele Leute, die den auch im Depot haben und die waren begeistert. Warum? Also der heißt Invesco Elwood Global Blockchain. Ihr geht ins Suchmenü von eurem Broker und gebt mal Blockchain an und sucht nicht Aktie, sondern ETF. aus. Und dann gibt es, ich glaube, um die 10 Produkte, wo ein Blockchain-ETF besteht.
Dieser ist sehr populär, weil er so schön breit aufgestellt ist. Er schwankt natürlich weniger als ein Kryptowert. Ihr habt weniger Schwankungen. Und deswegen eignet sich das für Leute, die auch Risiko lieben und an die Blockchain-Technologie glauben, aber die nicht direkt in die Coins investieren wollen, sondern in die Technologie dahinter, das heißt in die Chip-Hersteller, in die Banken dahinter, die das nutzen oder in Firmen, die einen hohen Bitcoin-Anteil haben. Das wäre zum Beispiel eine MicroStrategy. Oder die auch Ethereum minen, das wäre die Hive-Blockchain. Silvergate Capital ist die große Bank, die den Handel von Kryptowerten für Banken und Versicherungen ermöglicht und die vernetzen die mit den Brokern. Das heißt, Silvergate Capital hat fast ein Monopol aktuell und Taiwan Semiconductor ist der Chip-Hersteller. Also ihr hättet quasi 30% USA im Depot an Blockchain-Firmen, 22% Japan, 10% Südkorea, 5,6% Taiwan und der Rest verteilt auf Europa, Israel. Ich hoffe, euch hat dieser Vortrag gefallen. No trade without Kate lautet meine Devise. 3 Minuten Zeit. Habt ihr Fragen? Schreibt mir unter meine Videos auf YouTube das Aktuelle. Ich habe den Dr. Julian Hosp jetzt vorgestern interviewt. Ich glaube, vorgestern war das. Und da könnt ihr auch eure Fragen mal platzieren. Und ich habe auch immer den Kryptogramm mit Matthias Rieder aus Österreich. Der beantwortet auch Fragen für euch. Wenn ihr Fragen habt, wir können für euch ein extra Video machen und eure Fragen beantworten. Wenn ihr das wünscht, schreibt mir das einfach in die Kommentare und erreicht mich auf finanzdiva.de unter kate@finanzdiva.de. Danke fürs Zuhören. Marc, hast du Fragen? Hallo. Hallo zurück und erstmal herzlichen Dank. Mann, das war ja wirklich wahnsinnig viel Info. Ja, mir ist schon richtig heiß. Ist, glaube ich. Und dafür, dass du erst gerade noch aus dem Krankenhaus zurück bist, also tipptopp, also ich ziehe meinen Hut, super Vortrag und ich glaube, ich habe selber viel lernen können, weil bei mir ist das Thema noch recht am Anfang und kleiner Funfact, ich habe meine Tochter Stella genannt, weil ich finde es großer Stella-Fan und dann dachte ich, mein Mann fand das nicht lustig, aber ich habe gesagt, ja, wegen Krypto und so und dann hat er gesagt, Gottes Willen, das arme Kind, aber Stella ist doch ein schöner Name, aber ich meine, also finde ich hervorragende Wahl. Besser als Bitcoin oder Karel Dano. Ja, genau. Oder Dano oder sowas. Du, wir haben eine Frage eigentlich. Moment mal, jetzt kommen 2 Fragen. Okay, eine, kann Bitcoin vor Inflation schützen? Es ist ein Hedge gegen, Hedge heißt Absicherung gegen Inflation. Es ist der digitale Hedge gegen Inflation. Und ich glaube auch dran, viele Leute sagen, $100.000 sollten möglich sein. Auch Katie Wood, diese neue Finanzikone aus den USA, sagen, dadurch, dass es limitiert ist und irgendwann gibt es keinen weiteren, es werden keine weiteren Coins produziert, so wie Fiat-Geld, wo man immer mehr druckt und druckt und druckt, ist es ein guter Hedge, eine gute Absicherung. Und ich würde auch immer ein bisschen physisches Gold dazu packen, also als Absicherung. Oder vielleicht eine Rolex, aber die sind auch eh zu teuer aktuell. Die gebrauchten, die kriegt man gar nicht mehr, die beliebten. Das heißt, Inflationsangst geht um, sucht euch Sachwerte. Und auch viele Immobilien sind viel zu teuer schon, wo ich sage, auch da muss man sich absichern. Und auch eine Immobilie ist eine gute Absicherung gegen eine Inflation. Immer schön bündeln, streuen in physische Assets und digitale neue Assets wie Bitcoin.